Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Heute mal wieder Krotos Computer mit dem Gaming-PC, das Monte Edition 3070 für 1425 Euro, runtergesetzt von 1475 Euro. Dieser PC wurde mir jetzt schon öfters vorgeschlagen, in Discord wie auch in den Kommentaren. Apropos Discord, wenn ihr Fragen habt oder so, einfach in Discord join, eure Frage stellen, zum Beispiel auch wenn ihr Probleme habt mit eurem PC oder ähnliches. Wir helfen euch da gerne weiter, der Link ist in der Videobeschreibung. Auf jeden Fall schauen wir uns den jetzt mal an, weil das Interesse halt ziemlich groß war und wir schauen mal, was da drin so verbaut ist. Und kurz noch vorweg gesagt, das Monte hat natürlich selber dazu ein Video gemacht, weil es ja ein PC von ihm ist, in Zusammenarbeit mit Krotos. Das Video verlinke ich euch auch unten in der Videobeschreibung, weil da hat er auch so ein paar FPS-Tests gemacht, da brauche ich keinen extern nehmen, sondern wirklich das, was er getestet hat und das passt dann auch soweit. Kommen wir auch zuerst zu dem Gehäuse, das ist das Shakun S25-V. Also mein Geschmack ist es jetzt nicht, das hat an der Seite auch nur diese Lüftungsschlitze, kein Glasfenster oder so, ich weiß nicht, wie der Airflow da so ist. Krotos hatte jetzt mal zu dem Kolink-Gehäuse ein Video gemacht vor kurzem. Da war das auch nicht so geil, weil da auch nur diese Luftschlitze an der Seite waren. Bei dem Case ist ein Lüfter vorne vorinstalliert und hinten. Das heißt, es ist schon irgendwo gegeben, der zieht vorne die kalte Luft rein, bläst die warme hinten wieder raus. Das ist in Ordnung. Wie es dann aber in Dauerlast ist, weiß ich nicht. Zum Zocken reicht es vielleicht noch, wenn ihr jetzt wirklich viel rendert oder streamen wollt, wozu dieser PC eh nicht so gut geeignet ist. Würde ich mir überlegen, vielleicht noch ein paar Lüfter dazu zu konfigurieren bzw. ein anderes Case zu nehmen. Und das kostet 58,97 € bei Mindfactory. Als Prozessor haben wir einen Intel Core i5 12400F. Der hat kein K-Suffix, das heißt, er ist nicht übertaktbar. Er hat das F-Suffix, das bedeutet, er hat keine integrierte Grafikeinheit, sprich, ihr könnt über das Mainboard kein Bild ziehen. Ihr habt ja sowieso die Grafikkarte drin. Ich will es nur dabei sagen, nicht, dass ihr auf die Idee kommt, euren Monitor am Mainboard anzuschließen, kriegt dann kein Bild. Das funktioniert dann über die Grafikkarte. Der hat eine TDP von 65 bis 117 Watt, 6 Kerne, 12 Threads, unterstützt offiziell unter DDR5 4800 MHz und unter DDR4 3200 MHz. Das ist ein guter Prozessor zum Zocken. Ist ein 6 Kerner mit 12 Threads. Wenn ihr streamen wollt, würde ich auf einen 8 Kerner gehen. Wenn ihr nämlich das Stream-Programm, das Spiel und alles auf einem Rechner laufen lasst, dann wird das für den Prozessor vielleicht ein bisschen viel. Ihr könnt natürlich auch über die Grafikkarte rendern. Meistens ist das Bild dann aber nicht so gut, als würdet ihr über den Prozessor rendern. Das würde damit wahrscheinlich auch noch gehen, wenn ihr jetzt so Spiele wie Counter-Strike, Valorant und so habt. Auch AAA-Titel, ja, ist die Qualität für den Zuschauer halt nicht so geil. Da würde ich wirklich auf den 8-Kerner gehen. Da geht ihr auf Nummer sicher, das ist dann in Ordnung. Ist schon aus der neuesten Generation, 1700er Sockel, Alder Lake, ist okay. Kein 11.000er oder 10.000er oder so, wirklich was Aktuelles. Und der kostet 177 Euro bei Mindfactory. Als Mainboard bekommen wir ein Gigabyte B660M DS3H DDR4. Ah, es ist wieder ein Micro-ATX-Board geworden. Finde ich immer ein bisschen schade. Ihr habt vor allen Dingen Full-ATX-Case. Gut, da ist jetzt keine Scheibe drin, ihr guckt sowieso nicht rein. Aber die Full-ATX sehen meistens besser aus, wenn ihr jetzt ein Case nimmt mit Glasscheibe, klar. Und die Erweiterbarkeit ist halt besser gegeben. Ich bin da überhaupt kein Fan von. Wer diesen Kanal hier öfters sieht, beziehungsweise die Videos, der weiß das auch. Der hat hier oben auch keine gekühlten Spannungswandler, nur an der Seite. Mir wurde mal von Hardware-Rat gesagt, dass die wohl wirklich nur dafür da sind, wenn ihr das Bild über das Mainboard zieht, also der Prozessor eine integrierte Grafikeinheit hat, dass die Spannungsversorgung dafür. Trotzdem finde ich das wegen der Haltbarkeit immer ein bisschen kritisch. Dann haben wir vier RAM-Bänke, das heißt, ihr könnt später noch erweitern. Hier kommt eine SSD rein, hier unten könnt ihr noch eine SSD verbauen, wenn ihr Bock habt. Hier kommt die Grafikkarte rein. Wenn ihr Glück habt, könnt ihr diesen Slot hier noch benutzen zum Erweitern zum Beispiel einer WLAN- oder Capture-Karte. Den hier könnt ihr auf jeden Fall benutzen, das reicht vom Platz her. Was die Anschlüsse angeht, haben wir Mikrofon, Kopfhörer, Line-In, Netzwerkanschluss, dreimal USB 3.0, zweimal USB 2.0, P-2 werdet ihr wahrscheinlich sowieso nicht benutzen, USB-C, das ist ganz nice. Und hier halt zweimal DisplayPort, VGA und HDMI. Könnt ihr auf diesem Mainboard nicht benutzen, weil der Prozessor keine integrierte Grafikeinheit hat. Das ist halt so ein richtiges Budgetboard. Man wollte sparen, haben sie damit auch gemacht. Das funktioniert natürlich, wer da jetzt nichts drauf gibt mit der Erweiterbarkeit und von der Optik her, in dem Case ist ja sowieso hinfällig mit der Optik, da ist das in Ordnung, ich hätte schon Full ATX genommen. Hätte preislich wahrscheinlich auch noch reingepasst, weil wir rechnen ja hier mit Endkundenpreisen. Der Händler hat ja ganz andere Einkaufspreise, das ist ja klar. Und das kostet 102,90 € bei Alternate. Als Grafikkarte bekommen wir eine Nvidia RTX 3070 8 GB, verschiedene Modelle. Da wir jetzt hier freie Hand haben, nehmen wir einfach die günstigste, die wir gefunden haben, die Gainboard GeForce RTX 3070 Phoenix V1 LHR 8 GB. Das ist eine gute Karte. Es gibt danach natürlich noch die 3070 Ti, 3080, 3080 Ti, 3090, 3090 Ti. Also ich würde sie quasi als Mittelklasse so bezeichnen. Ihr könnt damit den AAA-Titel und so weiter spielen. Der FPS-Test ist bei mir in der Videobeschreibung, hat das Monte ja auch gemacht. Ihr könnt jetzt aber halt nicht erwarten, in WQHD da die besten FPS-Werte oder so rauszukriegen. Für Full-HD-Gaming reicht die dicke WQHD, kommt aufs Spiel an. Cyberpunk bricht so ziemlich jedes Spiel, das wisst ihr auch. Aber auch Assassin's Creed oder Far Cry 6 und so, das fordert die Grafikkarte auf jeden Fall schon. Wie gesagt, der FPS-Test, der ist bei mir in der Videobeschreibung. Und die kostet 699 € bei notebooksbilliger.de. Als Arbeitsspeicher bekommen wir Patriot Viper 16 GB DDR4 3600 MHz CL17-Kit. Auch hier wieder ganz wichtig, Dual Channel. Solltet ihr einen PC haben mit nur einem Riegel drin, seht zu, dass ihr einen zweiten dabei kriegt. Am besten dieselbe Hersteller oder dieselbe Kennung, weil das macht wirklich FPS-Einbrüche, wenn ihr nur einen Riegel hättet, um die 30% sogar. Hier haben wir zwei Riegel, das ist völlig in Ordnung. 16 GB reichen in der Preisklasse auch völlig aus. 3600 MHz finde ich nice.
ist über der Spezifikation von Intel. CL17 ist okay. Der Patriot Viper ist ein guter RAM, haben wir bisher noch nichts Schlechtes drüber gehört. Hat natürlich keinen Bling-Bling oder RGB-Beleuchtung, was wie gesagt in dem Gehäuse sowieso egal ist. Und er kostet 74,80 € bei Equipa. Als SSD bekommen wir eine Crucial P2 1 TB M.2 PCI Express SSD. Die verbauen wir auch relativ oft, wenn jetzt jemand bei uns auf dem Discord dann fragt, hey, ich will einen PC haben, was könnt ihr mir da rein konfigurieren? Dann nehmen wir eine Kingston NV1 oder eine Crucial P2. 1 TB in der Preisklasse auch noch okay. Vielleicht fummelt ihr euch noch eine HDD dabei, dass ihr zumindest einige Spiele oder so auslagern könnt. 1 TB kann schnell voll sein. Kommt auch immer auf die Spiele an. Ich habe jetzt vor kurzem Far Cry und so mal installiert oder auch Cyberpunk. Das frisst schon eine ganze Menge Speicher. Die hat eine Lesegeschwindigkeit von 2400 MB die Sekunde und eine Schreibgeschwindigkeit von 1800 MB die Sekunde. Das reicht auch völlig aus für den normalen Gamer. Ihr braucht nichts Schnelleres. Wenn ihr jetzt natürlich tagtäglich Terabytes an Daten hin und her schaufelt, dann nehmt eine andere. Aber für den normalen Gamer reicht die dicke und ist halt preislich auch ziemlich interessanter. Und die kostet 87 € bei Mindfactory. Als Netzteil bekommen wir den BeQuiet Pure Power 11 600 Watt. Das ist 80 plus Gold zertifiziert, hat 5 Jahre Garantie und festes Kabelmanagement kann euch erstmal egal sein. Ihr kauft den PC ja fertig. Ich finde es nur ganz nice, wenn man später was umbauen will oder irgendwie erweitern will oder so und braucht dann andere Kabel, dann fliegen die nicht alle so im Gehäuse rum, wenn es jetzt modular wäre. Dann steckt man wirklich nur die Kabel an, die man braucht. Hier sind alle Kabel an einem so einem Strang. Ist dann ein bisschen nervig, stopft man irgendwo in die Lücken im Gehäuse. Ansonsten für den PC völlig ausreichend. Laut Netzteilrechner kommen wir hier auf 430 Watt mit Puffer 480 Watt. Hier sind 600 verbaut. Das heißt, ihr seid auch sehr effizient unterwegs. Das bezieht sich ja einfach auf 100% Auslastung. Wenn ihr jetzt so, sagen wir mal, auf 70% Auslastung spielt, seid ihr bei 300 Watt. Und das ist genau effizienztechnisch sehr, sehr gut. Weil 50% Auslastung auf dem Netzteil ist am effizientesten. Von daher ist das völlig in Ordnung. Und das kostet 69,69 € bei Mindfactory. Also entweder war der Praktikant ein Perversling oder das war wirklich der Bot, der den Preis so bestimmt hat. Naja, ansonsten, was die Kühlung und Optik angeht, haben wir hier noch einen BeQuiet Purock 2 Silver. Der hat eine TDP von 150 Watt, reicht für den Prozessor dicke aus, läuft dann auch einigermaßen leise. Wenn da jetzt der Stockkühler drauf gewesen wäre, wäre er wahrscheinlich zu laut geworden, vor allen Dingen in dem Case, wo auch nur zwei Lüfter drin waren. Bei einem 12400er F, den man eh nicht übertakten kann, würde ich jetzt auch nicht davon sprechen, dass man eine Wasserkühlung nehmen muss. Luftkühler ist okay, der Purock 2 macht auch gute Arbeit, den habe ich auch getestet in dem Video, verlinke ich euch hier oben, könnt ihr draufklicken. Und der kostet 30,77 € bei Mindfactory. Microsoft Windows haben wir hier nicht mit dabei, sprich ihr könnt dann einfach einen USB-Stick nehmen, mit dem Windows Media Creation Tool euch diesen Stick erstellen, einen Key bei meinem Partner kaufen und dann installiert ihr euch das selber, ist ja kein Problem. Und dann sind wir auch schon beim Endergebnis, hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, den CPU-Kühler, das Gehäuse und das Netzteil und da landen wir beim Gesamtpreis von 1.300,95 €, das System soll kosten 1.425 €. Das ist in Ordnung. Ich spreche ja immer so von einer Range, sag ich mal, 150 bis 200 € darf es mehr kosten gegenüber Endkundenpreisen, weil bei Mindfactory könnt ihr halt die Sachen zusammenbauen lassen für 150 €. Kommt aufs Gleiche raus. Hier seid ihr drunter 25 €. Ich würde ein anderes Mainboard nehmen und ein anderes Gehäuse. Also mir gefällt es optisch nicht. Wenn ihr sagt, wow, das will ich haben, eine schwarze Kiste, ja dann bitte. Aber ich würde auf jeden Fall ein anderes Mainboard nehmen. Und wenn ich hier in die Liste so reingucke, würde ich zumindest ein B660 Gaming X nehmen. Dann habt ihr ein Full ATX Mainboard, hier sieht man es auch nochmal, ihr habt mehr Anschlüsse, was SSDs angeht, ihr könnt auch besser erweitern für WLAN-Karten oder ähnliches, habt noch mehr USB-Anschlüsse hinten auf der Seite, ab 7.1, ich würde mir das echt überlegen. Ich meine, das ist ein Aufpreis von 55 €, das würde ich wirklich noch investieren und dann seid ihr bei 1480 €, habt ein vernünftiges System da stehen. Wenn ihr streamen wollt, würde ich einen stärkeren Prozessor nehmen, das will aber nicht jeder, deswegen sage ich das, ist es jetzt meine Meinung dazu. Ansonsten finde ich es gelungen. Ich weiß nicht, wie er auf das Case gekommen ist. Ich finde es halt wirklich hässlich. Ich muss es so sagen, wie es ist. Aber sonst okay. Das wäre es dann auch schon wieder mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Däumchen nach oben da. Abonniert den Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Joint unseren Discord, falls ihr Fragen habt. Technische Fragen, wie auch Fragen zu Fertigsystemen. Überhaupt kein Problem. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.